Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Andi, euer Brettspielrabe, und im heutigen Video möchte ich euch das Unboxing des in der Spieleschmiede veröffentlichten Lunar Maris zeigen. Lunar Maris ist ein Spiel, das 2021 in der Spieleschmiede gefördert wurde und gerade an die verschiedenen Unterstützer ausgeliefert wurde. In dem Spiel geht es darum, dass wir ein Forscherteam leiten, das den Mond nach wertvollen Rohstoffen untersucht und diese dort abbaut. Wir müssen hier die Forscher koordinieren, mit den Investoren auf der Erde in Kontakt treten, verschiedene Aufträge erfüllen und Rohstoffe abbauen. Das Spiel ist für 1 bis 4 Spieler, 14 Jahre, und soll in 60 bis 120 Minuten zu spielen sein. Schauen wir uns mal an, was sich in so alles in der Box befindet. Ganz oben befindet sich die Spielanleitung. Diese ist in DIN A4 Format gefasst und fast 28 Seiten. Wir haben hier einen Überblick über das Spielmaterial, das im Spiel enthalten ist, wie der Aufbau durchzuführen ist, wie eure Spielerboards aufzubauen sind, der Ablauf des Spiels mit den einzelnen Phasen. Alles auch schön mit Beispielen und Fotos dargestellt. Sehr informativ, gut aufgebaut. Anscheinend gibt es hier auch noch eine, wusstet ihr schon, und kleine Hintergrundinformationen zu den einzelnen Bereichen. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Dann, wie das Spiel endet und wie gewertet wird. Die einzelnen Felder auf dem Mond und natürlich hier für den Kanal besonders wichtig das Solospiel. Eine Information, wie der Aufbau sich ändert, wie der Ablauf der Solo-Partie ist und was der Solo-Gegner für Bewegungs- oder Aktionsregeln hat. Und zum Schluss hin noch eine kurze Übersicht über die einzelnen Module. Wir haben hier Punchboards mit neuen Aufträgen. Das scheint eine Erweiterung, eine Promo zu sein, genau. Hier weitere Punchboards mit den Auftragskarten, mit einer verbesserten Nachhaltigkeitsübersicht, mit Ausrüstungstokens. Hier das Gleiche. Hier haben wir noch 2 Ausrüstungstokens und das andere sind verbesserte Module für die Mondbasis. Und darunter kommt der Spielplan zum Vorschein. Das heißt, einseitig bedruckt. Bekomme ihn gerade so ins Bild. Und wir haben hier unsere Mondbasis, die verschiedenen Einsatzgebiete, eine Punkteleiste, die komplett rundherum geht. Und das hier sieht nach Plätzen für die verschiedenen Auftragskarten aus. Und hier unten werden wohl Spielkarten ausgelegt. Dann haben wir hier eine ganze Menge Zipptüten. Verschiedene Holzmarker. Hier sind 5 verschiedene Spielerboards.
Die sind doppellagig, dass man hier seine einzelnen Tokens hinlegen kann. In den Farben Grün, Gelb, Pink und Blau. Und dieses Board hier ist das Solo-Gegner-Board, in dem ihr ebenfalls Platz habt, die Solo-Gegner-Tokens abzulegen. Ebenso haben wir hier eine ganze Menge Tipptüten mit Holzkomponenten. Zum einen haben wir hier die vier Spielermeeple. Dann gibt es hier längliche Zylinder. Das sind eure Spielersonden, auch in den vier Spielerfarben. Dann haben wir hier bedruckte Discs in den vier Spielerfarben. Und das sind eure Sauerstoff- und Stressmarker. Dann noch eine ganze Anzahl dünnerer Holzchips in den vier Spielerfarben. Zwar 9 pro Farbe. Das sind eure Anzeigemarker. Dann haben wir hier noch Zipptüten mit Würfeln. So, einmal schwarze Würfel, die auch eine sehr schöne Farbgebung haben. Ich hoffe, man bekommt das so hier an der Kamera mit. Er fokussiert sich hier. Diese sehen sehr, sehr gut aus. Dann leichte Marmorierung mit drin. Dann gelbe transparente Würfel. Die schwarzen sind übrigens Eisen- oder Abfallwürfel. Die gelben hier sind Energiewürfel. Dann in Blau haben wir hier transparente Wasserwürfel. Dann in Silber, auch mit diesem marmorierten Effekt, haben wir hier Titanwürfel. Und abschließend in Orange noch transparente Helium-3-Würfel. Dies ist eines der seltenen Rohstoffe, die wir auf dem Mond abbauen können. Dann befindet sich hier drunter noch zwei Kartenstapel. Schauen wir auch mal kurz rein. Diese sind sehr schwer aufzubekommen. Jetzt habe ich's. Darin haben wir in Rot die Nahrungskarten und in Grün die Forschungskarten. Die Nahrungskarten mit Brunnenkresse, Lauch, Schnittlauch, Roggen, Erbsen, Radieschen, Rucola. Auch noch ein paar Tomaten. Ich vermisse aber die Kartoffeln. Aber wahrscheinlich kann man die nur auf dem Mars anbauen. Im nächsten Kartenpack haben wir noch Übersichtskarten. In Violett gehalten sind das die Forscherkarten, genau. Die grünen Karten hier sind die KI-Karten. Schauen wir uns gleich noch an.
Schauen wir uns erstmal noch die Forscherkarten an. Über verschiedene Techniker, Biologen in den vier Spielerfarben. Das werden eure Startkarten sein, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Dann scheint es hier noch weitere in Violett zu geben, die man dazu nehmen kann. Oder die man wahrscheinlich im Laufe des Spiels sich irgendwie erwerben kann. Ebenso gibt es vier Spielablaufkarten für die Spieler sowie eine zusätzliche Karte für das Solospiel. Auch das ist eine sehr, sehr willkommene Ergänzung und viele Spiele machen das nicht mit dazu. Kommen wir noch kurz zu den KI-Karten, die in grün gehalten sind. Diese haben oben ihren Buchstaben, sind also durchnummeriert sozusagen und zeigen uns die Aktionen an, die der Solo-Gegner macht. Für die genauen Aktionen muss ich ins Detail gehen und mir erstmal die Anleitung anschauen. Aber es sieht wohl so aus, als ob wir hier einen Solo-Gegner haben nach Automa-Prinzip. Das bedeutet, er wählt verschiedene Aktionen und führt die durch. Das waren alle Komponenten des Spiels Lunar Maris. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Und wenn das so ist, lasst mir doch gerne ein Like da, indem ihr den Daumen unterhalb des Videos nach oben anklickt. Abonniert meinen Kanal, damit ihr über zukünftige Videos informiert werdet und auch um mein Vorhaben mit diesem kleinen Solo-YouTube-Kanal zu unterstützen und mir damit zu helfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch bei Instagram folgen. Ich bin dort ebenfalls als Brettspielrabe angemeldet und veröffentliche dort regelmäßig Fotos meiner Solospiele und zeige euch auch dort an, wenn neue Videos von mir hochgeladen sind. Ich bin Andi, euer Brettspielrabe, und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen.